Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Haunting Ground. In der letzten Folge haben wir uns, also ich glaube zumindest, dass es in der letzten Folge war, haben wir uns das Haus, oder wohl eher so die Hundehütte von Dibiditas angeschaut. Ziemlich creepy das Ganze, wobei, wenn man sich mal den allgemeinen Zustand jener Örtlichkeit hier zu Gemüte führt, ist jenes nicht wirklich das Schlimmste. Abgesehen davon wollte ich die Blumen zu den Möttchen bringen. Leider sind die zwischendurch irgendwie verwelkt. Sagt man verwolken? Ich glaube, man sagt verwelkt, ja. Die dachten sich so, boah, fuck you. Wir halten doch keine 30 Minuten unter deinem hübschen Rock aus oder wo auch immer sie sich die Teile hinsteckt. Und von daher müssen wir leider neue Blümchen holen. Was aber kein Problem ist, denn die gibt's hier unendlich. Beziehungsweise, vielleicht hat's auch niemand lang genug provoziert. Kann sein. So, nach dem 8. Mal oder so sind dann keine Blumen mehr da. Spiel vorbei. Das geheime schlechte Ende 5 hat man dann freigeschaltet. In der Fiona sich dann hier so hinfläzt. Auf die Knie. Und dann so sagt, nein, ich habe keine Blumen mehr, nö. Und dann kommt die Biditas vorbei und dann ist eh alles für den Arsch hier. Man hat dann so 80.000 verweckte Blumen im Inventar. Und keine Ahnung, vielleicht wird die Biditas die ja haben, kann ja sein. Lololololololol. Alter, dieser Hund, komm noch mal mit. Slow-mo. So, jetzt aber, hä? Jo, direkt haben sie sich raufgestürzt. Der Hund. Sind noch direkt wieder pink geworden. Oder ist das eher so ein Herzzeichen da? Sollte, wie gesagt, im besten Fall eigentlich nicht dabei sein. Vor allem, was ist das da? Sind das die toten Flügeln, von denen Fiona gesprochen hat? Ist das überhaupt eine Tür oder hängt das oben am Kronleuchter? Kann das so aus der Perspektive nicht so wirklich sehen. Ja, das ist das, was ich meine. Zumindest glaube ich, dass das der Wäschekammer sein soll oder irgendwie sowas. Können wir dann das da... Oh, warte mal. Ja? Okay, dann halt nicht weiter. Steht da was? Nee. Ja doch, ich meine jetzt eine Waschmaschine. Hä? Das ist ja etwas im Abfluss. Oh, cool, ich glaube, das habe ich vorher noch nie gefunden. Ja, die Sache hier ist, dass wir vorher noch was anderes erledigen sollten. Was uns dann natürlich aber auch leicht angreifbar macht. Aber aus der Let's Play-Ocean Sicht kann ich nicht wirklich behaupten, dass es schon jemals anders hier wäre. Also wir müssen den guten Huey mal wohin verfrachten. Da der uns ja sowieso nicht so wirklich gehorcht ist, ist jetzt... Shit. Ach, das ist ein Luminescent. Das ist jetzt wirklich kein großes Problem. Gut, warten wir mal, bis der Luminescent weg ist. Okay. Come on. Komm mit, lauf weg. Come on. Aha. Zwei? Vor allem, wo kam er da eigentlich gerade her? Ist der Nachbar in dem Nachbarhauszimmer oder was? Komm schon! Come on. Ich habe keinen Bock auf die Luminescenten. So, hier. Go! Go! Du hast die Leckbitch gehört. Los! Go! Rein da.
Ja. So. Das hier ist nämlich... Oh nein. Oh, es ist ein Witz. Komm raus. Komm raus. Ich brauch dich. Brauch dich. Es ist ein Witz, dass der jetzt kommt. Ich warte mal, bis er im Bild ist. Und dann greife ich ihn an, damit ich Zeit habe. Komm, komm. Jetzt. Gut. Sollte mir ein bisschen Zeit verschaffen. Es ist ein Witz. Ja, das ist nämlich die untere Abteilung von dieser... Geh jetzt mal hier lang. Von dieser Wäschekammer. Wir müssen da jetzt natürlich wieder zurück nach oben laufen und derzeit kann uns Hiebe nicht wirklich helfen. Weshalb ich gehofft habe, dass ich dann so ein bisschen Ruhe habe. Aber natürlich, wieso soll ich denn Ruhe kriegen hier? Das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Ravon und Ruhe, ja. Okay. Aber warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, kann ich auch mal speichern. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Hier steht 2:11. War vor 20 Minuten. 27 Minuten. Good boy. Hat sich schon gelohnt, okay. Lass mich dich loben. Good boy. Lass mich dich loben. Good boy. Gut. Good boy. Hallo. Good boy. Dann halt nicht. Dann halt nicht, ganz ehrlich. Gut, laufen wir wieder zurück. Oder wie sieht's aus? Ich würde ja gerne ein bisschen weiterkommen hier. Nö. Ja, ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt, er läuft in Echtzeit rum. Natürlich komischerweise genau da lang. Sehr, sehr gut. Da lang. Wo ich bin. Oh Mann, ey. Fuck off. Vielleicht warte. Hinter dem Vorhang. So. Schauen, ha? Ich trau dem Ganzen nicht so wirklich, aber... Okay. Huey. Das ist ja wohl dann... Oh, fuck. Oh, fuck! Alter. Ah, nee, Moment. Der Vorhang. Machen kann ich nicht, ne? Ne. Gut, dann warten wir hier jetzt mal ein bisschen, schätze ich. Kann ich noch irgendwas erzählen? Ich kann ja mal vielleicht Werbung für die Let's Plays machen, die jetzt so ein bisschen parallel laufen, falls ihr noch nicht reingeschaut habt. Ich spiele ja Mega Man. Zum allerersten Mal, ja, ich habe vorher noch nie Mega Man gespielt, das ist ganz interessant. Ist natürlich ziemlich viel Rage und so, aber ich habe es dann doch letztendlich geschafft. Galarian's Ash, ein mehr oder weniger interessanter Nachfolger zu einem... Lul, was macht der Hund denn da? Zu einem... Jetzt wollte ich mich schon fast wegbewegen vor Panik. Von einem sehr, sehr guten PlayStation 1 Spiel. Und dann haben wir noch natürlich Persona. Hat er den gerade weggelockt? Sah so aus.
sehr, sehr gutes Rollenspiel. Spiele ich auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ach ja, dieses Tackle vom Hund gerade hat mich ein bisschen überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das macht. Dieses Tackle, oder sagt man dieser? Ich glaube, dieser Tackle. Ein bisschen besser. Weiß gerade spontan nicht, wo ich bin. Lustig, dass der Hund mich irgendwie immer wieder findet. Ja? Come on. Riech ich so gut? Good boy. Good boy. Ja, kurz vorm Abbrechen. Boy. Okay. Ja, dann lass mal hier oben lang gehen. Das, Gott. Ich hab die Blumen reingesammelt. Aber was war dann danach? Ich kann mich nicht erinnern. Wurde ich dann direkt verfolgt? Mal hier die Treppe runtergehen. Ah, hier. Hier war ich noch nicht drin, aber warum ist die Tür auf? Der hat die Tür aufgemacht. Mach sie mal zu. Direkt in die Visage gehauen. Hier kann ich, glaube ich, sogar speichern, oder? Klingt so. Ich glaube, irgendwas Lustiges passiert, wenn wir den Fernseher anmachen. Ah ja. Sehr lustig. Das war's. Gott. Es wäre schön, sich ein bisschen zu erfrischen. Aber es sieht... Aber es ist ein Sprung im Spiegel und ich kann nichts sehen. Okay. Doof, wenn die Spiegel anfangen zu springen, ja? Dann kann ich mich drunter verstecken, alles klar. Das Spiel sagt mir auch nochmal, was, welche Tätigkeit ich da jetzt gerade tue. Damit ich nicht irgendwie auf die Idee komme, dass die Ping-Pong da drunter spielt oder so. Ja, hier kann ich speichern. Der Fernseher fragt mich jetzt schon so ein bisschen ab. Ich wünschte, ich hätte niemals angemacht. Ich glaube, das ist ein Satz, den man heutzutage sehr oft, der heutzutage sehr oft fällt. Mal wieder aus. Ah, diese Ruhe, danke. Guti, habe ich jetzt irgendwas hier? Ich habe irgendwas eingesammelt, ha? Wahrscheinlich nichts. Das sind sehr wichtiges. Ach ja, ja. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Gott. Genau, ich wollte das mit dem Wäscheraum machen. Aber er ist halt in diesem Let's Play ziemlich hartnäckig. Huey. Ziemlich, ziemlich hartnäckig. Huey. Und mein Hund ist verfickt stur. Huey. Komm schon! Huey. Alter. Vor allem immer hier! Huey. Da, wo es so scheiße leckt. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Es gibt hier auch Kostüme natürlich. Die kriegen wir dann durchs Durchspielen. Huey hat auch so ein Kostüm. Der sieht dann so aus wie so ein Schäferhund, glaube ich, war das. Ja, es gibt aber auch ein Froschkostüm und sowas. Ganz lustig. Es gibt sogar auch ein Minispiel. Und zwar, ja, wenn man das Spiel durchspielt, kann man... Was ist das, dein verfickter Ernst? Alter! Ach, geh da rein. Go, Huey. Dankeschön.
Ja, es gibt so ein Minispiel, da kann man Huey spielen. Und dann wird Fiona KI gesteuert. Also nicht das ganze Spiel über. Nur so in speziellen Abschnitten. Ist dann mal ganz lustig, die andere Seite zu sehen. Weil ich glaube auch, dass die KI dir die ganze Zeit Befehle gibt. Und du als Hund kannst dann auch einfach sagen, boah, fuck you. Und naja gut, dann stirbt Fiona halt. Das ist dann so geil, man wird dann als Hund natürlich auch nicht verfolgt und sie dann, wie die KI von den, ja, Verfolgern verfolgt wird. Ist mal echt was anderes. Sorry, ich hoffe, das war jetzt kein zu krasser Spoiler. Werden wir uns dann mal anschauen, also sofern ich es dann freigeschaltet habe. Ich glaube, man muss halt einfach das Spiel durchspielen. Hier, genau. Go, Huey. Da können wir dann den Huey befehlen, den Scheiß da einzusammeln. Vielleicht, wenn er Bock drauf hat. Ja. Und es ist ein kleiner Schlüssel. Huey. Ein ganz, ganz wichtiger kleiner Schlüssel. Oder ja. Gut. Wartet jetzt natürlich, bis wir ihn wieder aus dem Loch lotsen. Also, lass mal rübergehen. Ja, ich weiß nicht, inwiefern das hier mit der Kiste funktioniert. Hatte bisher noch nicht das Vergnügen, mit der Kiste auf ihn zu treffen. Also ohne schon. Da war ich dann tatsächlich da und habe die Kiste nicht verschoben und der Debilitas kam dann rein. Das war ein bisschen doof, aber so. Vielleicht wimmelt ihn das ja tatsächlich, aber sehr. Er hört dann schon von 3 Kilometern Entfernung. Ach scheiße, die Alte hat die Kiste vor die Tür geschoben. Da gehe ich dann jetzt wohl mal nicht hin. Vielleicht ist das so gedacht. Jo. Komm mal raus. Dann kann ich dich auch gleich mal loben. I'll bring the karma to your game. You better run, run, run. Oh yeah, it's coming your way. So, gerade so mein Ohrwurm. Werde ich wahrscheinlich auch für das... ja, für das beim Raben Januar 2018 nehmen. Da habe ich schon so ein paar Ideen. Also wir haben ja gerade den 23. Dezember. Ein bisschen Zeit habe ich ja dafür noch. Da, habt ihr das gehört? Jetzt funktioniert's. Ich glaube, das war eine bekannte Stimme. Vielleicht höre ich jetzt Dinge. Aber ich könnte schwören, dass Stimmen aus dem Loch kamen. Ja, klang so ein bisschen wie der am Telefon, ne? Und wie der uns bespannert hat. Oder war das, ist es sogar... Nee, es ist nicht... Das müssen wir nicht unbedingt haben, oder? Wo... Da. Dieser verdammte Ricardo, er hat das Haupttor verriegelt, aber keine Sorge, es gibt einen anderen, weniger bekannten Weg aus dem Schloss heraus. Unterhalb des Schlosses Belly liegt ein altes Herrenhaus. Der Weg in die Freiheit nach draußen führt durch dieses Herrenhaus. Ich schreibe die Wegbeschreibung zu dem Haus nach unten auf. Nach unten auf? Im ersten Stock des Turms, der auf der anderen Seite der Hängebrücke liegt, sind 2 runde Vorrichtungen. Diese sind als Mondtafeln bekannt. Benutze die Mondtafeln, damit Licht auf die Wand in dem hinteren Zimmer scheint. Dadurch wird der Weg in die Kapelle geöffnet. Dort solltest du den Göttinnenschlüssel nehmen. Der Göttinnenschlüssel, der nur für die Göttinnen ist. Lasse das Licht aus dem 2. Stock des Musikturms scheinen. Stelle dann die 3 Mondtafeln ein, um weiterzugehen. Fiona, bitte verstehe.
dass es mein einziger Wunsch ist, dich aus diesem elenden Grab eines Schlosses zu befreien. Lorenzo. Jo. Es sah ja anfangs ein bisschen brutal aus, ne? Aber hey, er hat uns eine Notiz gegeben. Und ich schätze, jetzt macht das auch so ein bisschen Sinn, dass es nicht beim ersten Mal passiert ist. Das ist eher so nach dem Motto, oh, wenn der Spieler hier 533.000 Mal hin und her wuselt, gehen wir mal davon aus, dass er scheiße ist und deswegen müssen wir ihm mal ein bisschen helfen. Aber das Ganze natürlich schön mit einer Zwischensequenz und einem Typen, der, ja, so richtig, es ist keine... Also es ist eine gute Spielerhilfe. Also dadurch erfährt man ja auch, okay, da ist jetzt irgendwo so ein Lorenzo. Der mag uns helfen. Der ist ganz nett, würde ich sagen. Ist das hier überhaupt der richtige Weg? Ich mag ja jetzt das umsetzen, was er gesagt hat. Oder war das rechts? Warte. Nee, rechts habe ich ja nur die Brücke runtergelassen. Wo kam ich denn jetzt nochmal zur Brücke? Hier, das ist eine dieser Mondtafeln, glaube ich. Die haben wir ja schon, den haben wir ja schon gerichtet. Naja, gut. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Hunting Ground. In der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir da irgendwie wieder zur Brücke finden und dann mal über die Brücke gehen, ne? Und ja, mal irgendwie dann zum Herrenhaus kommen. Also das halt machen, was der Lorenzo uns da so näher gebracht hat, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.